California, yeah. Sly Boogie. Ha. Finna make this crack real quick. It ain't no problem. Believe me, man. It's nothing. We drunken. Hallo. Guten Tag. Also ich bin der Kameltreiber, ne, mit einer Kölsch-Akzent so, und ich habe da so eine Kartoffel mitgebracht. Da sieht er aus wie eine Billardkugel, ich meine Bowlingkugel. Man kann sich ja mal selber vorstellen so. Ja, ich bin in Rigge, ich komme aus Leipzig und bin Arbeitsloser. Ja. Na, und ich bin ein Kameltreiber, ne? Und ja, heute habe ich noch der Kanackendeutsch mitgebracht. So. Und unser Thema heute. Ja, du willst heiraten, oder? Ich bin Moslem. Da weißt du, ich bin krass Moslem und darf ich insgesamt 4-mal heiraten. Einmal wegen Liebe, 3-mal wegen sozial. Weil ich bin asozial, weißt du? Darf ich. Was? Der lacht mich aus. Dies finde ich jetzt nicht Komiker, weißt du? Weil Komiker, der lacht nicht über andere lacht, weißt du? So, musst du mich was fragen oder was? Bist du neidisch oder rasier dich mal oder was? Okay, weiter. Also ich bin Moslem, darf ich 4 Frauen heiraten. Eine habe ich schon getillt. Ja, hast du überhaupt Erfahrung so mit Frauen? Na ja, klar habe ich Erfahrung mit Frauen. Hast du auch schon alle Geschlechtskrankheiten gehabt? Ja. Und wie hast du bereinigt? Warst du beim Bock? Oh, alles. Einfach in Alkohol alles rausgespült damit. Ey. Wahnsinn, mein Anwalt heißt Bock übrigens, also dem, ne, vertraue ich so Sachen natürlich, ne, nicht an. Aber du hast auch Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ja. Ich meine, du siehst ja fast aus wie eine Frau, du hast ja mehr Titten wie... Ja, aber eigentlich wolltest du auch was sagen. Ne? Ich will dir eigentlich das Schöne stehen, ja. Nein, du stellst mir nicht die Show. Sag doch mal, ich verstehe dich nicht. Dein bisschen lauter. Dein Dialekt verstehe ich nicht. Warum nicht? Das heißt doch nicht Show. Das heißt Show. Ja, das ist ja bei euch DDR so. Show. Ne? Der dumme Rest. Ne? Die haben halt einen anderen Dialekt. Weil das sind die einzigen Ausländer, die wahrhaftigen Ausländer, die noch nicht integrationsfähig. Weil wir Kanaken, wir wurden integriert. Scheiße, Mikkel, ich weiß nicht, mal verhaftet von Sarrazin. Verdammt die Scheiße. Aber ihr habt nur Merkel. Die kam auch mal aus dem Asylheim, oder? Nicht jeder war mal im Asyl, auch du. Ich meine, du bist ja eigentlich in einem Wohnheim. Ja. Dann sag doch mal was dazu, zu unserer Sachlage, wo wir uns befinden. In einem gestrandeten Haus. In Mitteldeutschland sind wir hier. Da kam so eine Tsunami-Welle vorbei. Da sind wir in Kassel gelandet. No. Ja. So aufgeschwemmt, gespült. Dann machen wir weiter. Ja. Und wo sind wir jetzt? Ja, in Kassel. Ja, wo in Kassel? In Gerstetmold. Ja, aber wo in Gerstetmold? Zentgrafenstraße. Ja, aber wo in Zentgrafenstraße? 180. Wo in 180? Im gelben Haus neben der Kirche. Wo im gelben Haus? Neben dem Michael. Der alte Ficker. Welche Nummer habe ich? Ja, ich helfe dir weiter. Sei kein Dummer und wähle niemals diese Nummer. No. Ja, eigentlich suche ich eine Frau, eine arabische. Wenn es geht, eine arabisch sprechende Frau. Mit so riesen, wie sagt man? Titten. Mit riesen, Titten. Möpse. Titten. Möpse. Titten. Heißt das so? Ja, na klar. No. Und, die muss so einen kleinen Arsch haben. Ach du Scheiße. Nee. Doch. Die Frau muss so einen Arsch haben hier wie ein Brauereifer. Das ist ja wie ein Apfel. Ach, ein Apfelarsch. Ich stehe auf die Dicken beim Fegen. Ja, dann lieber ein Esel. Die bringt ja, euch damit so kennt ihr euch ja aus. Ja. Dankbar habt ihr den Tee oder den Kaffee morgens ans Bett gebracht. 19 Jahre hat sie es gemacht. Ja. Bis er dann endlich gesagt hat, ich schäme mich für eine Clown. Sehe ich eigentlich aus wie ein Clown? Ja. Dankeschön. Ha, 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 ha. Kannst du bitte mal die Kamera vollschnalzen? Schnulzen.